Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Market Profile bei Oliver Klemm. Ich freue mich sehr auf den heutigen Termin. Wir haben zwei wunderbare Gäste heute, die das Add-on vorstellen werden. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor wir jetzt richtig durchstarten, müssen wir natürlich einmal obligatorisch den Risikohinweis einblenden. Bitte sich in Ruhe durchlesen, auch wichtig, falls Sie sich gerade die Aufzeichnung angucken. Können Sie kurz pausieren und den Text lesen. Und ansonsten haben wir tatsächlich auch ein paar Teilnehmer heute, die den Stereo Trader noch nicht kennen. Ist eigentlich fast schon gar nicht mehr möglich. Deswegen aber ganz kurz, wo Sie vielleicht erste Informationen zum Stereo Trader finden. Natürlich einmal auf der Stereo Trader Seite und aber auch bei uns unter Handelsplattform und Stereo Trader. Da können Sie sich ja die ersten Infos schon mal durchlesen und wie Sie den bei FX Flat bekommen können. Und wir haben auch ganz unten auch bereits die Aufzeichnungen, die wir zusammen mit Dirk gemacht haben. Und natürlich ja, einmal die Webseite zu den Informationen zum Market Profile. Darum wird es ja heute gehen. Die beiden Links werde ich dann gleich auch in den Chat kopieren. Können Sie sich natürlich dann am besten nach dem Webinar sich alles in Ruhe durchgucken, damit Sie auch fleißig heute hier zusehen können. Und ja, dann würde ich auch den Bildschirm übergeben. Soweit ich das eben verstanden habe, soll der Dirk anfangen. Ist das richtig? Jawohl. Jawohl. Gut. Dann einmal Bildschirm übertragen. Und ja, ich wünsche viel Spaß. Ja, einer muss ja immer herhalten, ne? So als erstes. Dann mache ich das nochmal. Also von meiner Seite herzlich willkommen. Heute scheint übrigens mal nicht die Sonne in diesem Webinar. Also weil der Nelson und ich haben ja festgestellt schon des Öfteren, dass wir immer schönstes Wetter haben. Also vielleicht scheint es hier noch irgendwo, aber dann ein paar Längengrade weiter. Aber halt hier zumindest regnet es nicht. Also es regnet nicht, genau. Und ich war auch gerade draußen. Es schien mir so, als könnte gutes Wetter hinter den Wolken sein, hinterm Horizont. So irgendwo. Ist es, ja. Bei mir ist alles gut. Ja, das ist mir klar. Bei dir ist alles dunkel, würde ich sagen. Ne? Auch dunkel, ja. Nee, der Olli und ich, wir hatten nämlich gerade jetzt schon 2 Stunden Webinar. Das ist jetzt für uns quasi, was kurz Halbzeit und jetzt geht's hier weiter. Und heute, wie der Nelson ja schon gesagt hat, hier mit Oliver Klemm, der auch schon ganz aufgeregt wartet in der Schleife sozusagen, der hier ein bisschen mehr über Market Profile erzählen wird, weniger über den Stereo Trader, auch wenn wir hier den einen oder anderen dabei haben, aber wahrscheinlich nicht so viele, die den Stereo Trader noch nicht kennen, geht es in erster Linie um die Funktionsweise von dem Market Profile. Und ja, mehr kann ich jetzt erstmal auch gar nicht dazu sagen, wird auch jetzt hier direkt mal weitergeben an den Olli. Olli, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und dass wir das heute hier hinbekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich bin jetzt ja auch nicht der Experte, was Market Profile angeht. Das bist ja nun mal du. Ich weiß nur, wie das Ding programmiert wird, wie es funktioniert, was dahinter steckt. Aber wie man daraus Kapital schlägt, das weißt du mit Sicherheit um einiges besser. Also herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Das hoffe ich, dass ich das ein bisschen inzwischen rausgefunden habe. Ich würde dich dann bitten, sonst weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll, weil natürlich ich ist... Ich habe jetzt den Bildschirm an dich übertragen, Olli. Das hilft nicht, wenn du mir den Bildschirm gibst, weil ich habe natürlich keinen Stereo-Trader von FX Flat, den ich jetzt zeigen könnte. Okay. Und da wir hier, das wäre nämlich unfair, deswegen wollen wir das nicht machen. Ich kann nur meine Plattform zeigen, das ist Multicharts. Ansonsten, deswegen habe ich auf den Dirk gezählt, der hat einen Stereo-Trader, sicherlich euren Stereo-Trader, welchen auch sonst, und kann deswegen das Market Profile dort eintragen und man kann mich ja trotzdem hören. Wenn ich was zeigen will, wird er das sicherlich mit seiner Maus auch hinkriegen. Das war nämlich mein Plan. Das war der Plan, okay. Ja, naja, weil
weil ich weiß ja, das ist ja, ich bin ja das erste Mal bei euch und wir haben noch nicht sehr viel Kontakt gehabt. Das ist alles über den Dirk entstanden. Ich finde das super stark, dass ihr diese Kooperation zusammen habt und finde das auch toll, was der Dirk mir erzählt hat über eure Fairness und dass ihr gute Preise macht. Ich habe das selbst natürlich nicht gewusst. Ich habe mit euch keine Erfahrung und freue mich deswegen, dass ich hier sein darf. Also erstmal vielen Dank dafür. Und ja, ich möchte mich, weil hier doch dann vielleicht einige sind, die mich noch gar nicht kennen, kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Klemm. Ich bin jetzt fast 54 Jahre alt, bin in Frankfurt geboren und lebe seit 10 Jahren auf Zypern. Ich habe in meinem Leben nichts anderes gelernt als traden, habe 1982 bei der Deutschen Bank angefangen, war dann bei einigen Banken, habe meine eigene Wertpapierhandelsbank gehabt, habe dann im Zuge der Immobilienkrise diese verkaufen müssen, weil ich, was sagen meine Kumpels aus Spaß, ich hätte halb Berlin besessen. Das war damals nicht so gut, als die Preise im Osten runtergeknallt sind. Und bin dann in die Schweiz gegangen, habe dort mit einem Kumpel zusammen gehandelt. Wir haben dann einen kleinen Hedgefonds gemacht, haben unter anderem innerhalb von einem Monat mit einer PNL, die von mir war, die sie gezehntelt haben, weil sonst keiner geglaubt hätte, haben wir 800 Millionen eingesammelt und haben dann gemerkt, dass 800 Millionen Margin in den Eurex-Märkten zu viel ist. Da bist du nämlich plötzlich der Markt und haben dann das zurückgefahren. Er hat dann quasi nur sein eigenes Geld dort verwaltet. Wir sind dann von der Schweiz nach Zypern gegangen. Ich war dann 2 Jahre mit ihm in Athen und dann haben sich irgendwann unsere Wege getrennt. Ich bin dann auf Zypern geblieben, bin insgesamt jetzt 10 Jahre hier und mache neben meinem Eigenhandel eine Ausbildung. Ich zeige also Leuten das Einzige, was ich kann, nämlich traden und versuche das möglichst, wie sagt man heute, rüberzubringen in einer ganzheitlichen Version, weil vieles am Trading hat nichts damit zu tun, welche Technik man handelt, sondern damit zu tun, wie man persönlichkeitsmäßig aufgestellt ist. Man braucht also Disziplin dafür und so weiter und so fort. So, heute nun sind wir hier, um uns über das Market Profile zu unterhalten. Das Market Profile gibt es seit 1985. Ja, der Herr Steidelmeier in den USA, in Chicago, hat das damals entwickelt. Und ja, am Anfang war das eine ganz spannende Sache, die die Leute auf dem Parkett angefangen haben zu benutzen. Und es ging damals nur nach Zeit und war in den, ich habe es versucht, war es erstmal sehr schwer, damals das zu begreifen, wie es funktioniert. Das wurde mit Buchstaben eingezeichnet, kann man in manchen Softwarepaketen immer noch als Buchstaben sehen. Für jede halbe Stunde gab es einen anderen Buchstaben. Und ich habe es dann versucht zu übertragen und das ging in Deutschland nicht, aus dem einfachen Grunde, weil unsere Handelszeiten damals zu kurz waren. Ja, ich habe es dann also aufgegeben, habe gesagt, okay, das funktioniert nicht. Und Holger Galuschke von Dow Jones Telerate, der kam dann damit wieder um die Ecke und hat gesagt, oh, das ist eine ganz tolle Sache, hat es also wieder versucht, in Anführungsstrichen dem Olli beizubringen. Und der Olli hat gesagt, na ja, also ich verstehe, dass es jetzt ganz toll ist bei euch, das Tool, und ihr könnt das hier jetzt sehen auf eurem Dow Jones Telerate, aber das ist trotzdem nichts für mich, weil es in den deutschen Märkten oder in Europa allgemein nicht funktioniert. Es hat sich dann aber herausgestellt über die nächsten Jahre, dass wahrscheinlich auch, weil die Zeiten ausgedehnt wurden vom Handel und weil viele Amerikaner vor allen Dingen hier Europa angefangen haben zu handeln, dass sich das also durchgesetzt hat, dieses Market Profile. Das fing an mit dem FTSE in London. Der wurde schon früher, der hat ganz ausgezeichnet auf diese Dinge reagiert.
Und nach einer Zeit ging es dann also auch im DAX. Ich handle das Market Profile jetzt als Grundlage meines Tuns seit circa 2001, 2002. Davor immer nur ein bisschen beobachtet. Und es wird eigentlich immer besser. Dieses Market Profile Tool, es gibt also viele verschiedene Market Profiles, es ist so wie mit anderen Indikatoren. Es ist oft so, dass die, nennen wir es mal, die Industrie ein bisschen dran schraubt, dass andere Leute, das sind wir sind die Retailer, dass wir nicht damit Kohle verdienen können. Es gibt Parabolics zum Beispiel, die sind überall anders. Teilweise sogar, wenn man irgendwelche Indikatoren sich reinzieht in den Chart, die sehen teilweise anders aus. Die dürfen ja gar nicht anders aussehen, weil es sind ja überall dieselben Kurse. Also, was wir gemacht haben, ist Folgendes. Wir haben uns also damals zusammengesetzt, ein Freund und Kollege von mir, der hat es für mich programmiert. Und dann haben wir uns gewundert, als wir es verglichen haben, dass da andere Zahlen rauskamen als bei einigen Chartanbietern. Wir haben dann herausgefunden, dass die in der Formel es anders machen. Und zwar teilweise so anders, dass wir gesagt haben, das steht aber doch in gar keinem Buch drin. Das gibt es doch gar nicht. Ja, ist uns dann auch egal gewesen, weil wir herausgefunden haben, dass unsere Zahlen eben funktionieren. Wir haben bei der letzten Untersuchung, die wir gemacht haben, als wir das überlegt haben mit dem Stereotrader, haben wir das gemacht, kamen wir dazu, dass unsere Zahlen 18% besser waren als die, die man so handelsüblich mit verschiedenen Modulen haben kann. Das muss jeder. Ich bin ein Freak, wenn es darum geht, um Eigenverantwortung. Ähnliches. Alles, was ich hier erzähle, ja, wirklich alles, sollte jeder mehrfach hinterfragen und sollte sich ja damit beschäftigen mit dieser ganzen Sache und sein eigen Research damit betreiben, weil was wir hier tun, ist keine Verbreitung eines Tools, was man ohne Hirn einzusetzen nun nach dem Motto, macht mich in 4 Wochen zum Millionär, geh mal los. Genauso funktioniert es nicht. Man muss also diese Philosophie, die hinter dem Market Profile steckt, verstehen. Sonst kann man damit nichts anfangen. Sonst macht man trotzdem alles falsch, so wie man ja auch falsch macht, dass man irgendwo vielleicht Movings einzeichnet oder Indikatoren folgt. Ihr kennt das ja alle. Es gibt Leute, die mit allem Geld verdienen und es gibt Leute, die mit allem Geld verlieren, weil sie es psychologisch anders eben fassen. Es gibt Leute, die bauen sich Filter, damit auch Movings, die normalerweise nicht funktionieren, die also statistischer Blödsinn sind, die sagen, ich habe aber einen Filter, wenn der Markt im Trend ist, dann benutze ich den Moving, wenn der Markt nicht im Trend ist, benutze ich den Moving nicht. So, und dann plötzlich kommen da Erfolge raus. Ja, genauso geht es Fibonacci. Da gibt es wissenschaftliche Abhandlungen, dass das alles Käse ist. Ich kenne aber Leute, die damit Geld verdienen. Also kommt es immer darauf an, wie man ein Tool einsetzt. Ja, es gibt einige Videos kostenlos von mir im Netz. Es ist hier also keine Trading Coach Olli Veranstaltung. Und es gibt immer wieder Webinare von mir zu diesem Thema, die es auch umsonst gibt. Also wo ich jetzt nicht sage, da muss jemand dafür Geld bezahlen, weil mir ist daran gelegen, dass dieses Verständnis allgemein in der Community wächst. Und ich habe angefangen, in Deutschland mich eben hinzustellen, Market Profile gequakt. Und inzwischen gibt es sehr, sehr viele Coaches, die plötzlich alle auch Market Profile und Volume Profile machen und so weiter. Jetzt könnte ich mich darüber aufregen, mache ich aber nicht. Im Gegenteil, ich finde das total klasse, weil natürlich dann auch die Unterschiede deutlich werden. Ja, es gibt welche, die drüber sprechen und welche, die es wirklich handeln.
Also, das Prinzip von Market Profile, und da hätte ich jetzt gerne erstmal gewusst, also bitte meine Jungs, die hier drinnen sind und Damen, jetzt nicht sagen, weil ich meine, ich weiß, dass ihr es könnt. Von denen, die ich nicht kenne, wer weiß, oder machen wir es anders, wer weiß gar nichts über Market Profile? Okay, also ehrlich sind sie schon mal alle, die hier sind. Und wir haben also einige dabei, die noch nichts davon gehört haben. Also muss ich es kurz erklären. Market Profile ist im Grunde in meiner Version, deswegen nenne ich es die Olli-Version, ist im Grunde eine idealistische statistische Auswertung, idealistisch und statistisch, warum das trotzdem zusammenpasst, werde ich gleich erklären, von Volumen, Daten, die ein Markt über eine bestimmte, muss nicht ein Tag sein, über eine bestimmte Zeitspanne erarbeitet. In der Regel nehmen wir den Tag, das bedeutet, ich stelle mich heute hin und schaue auf die Daten von gestern. Ich schaue, welcher Preis gestern fair war. Jetzt hat jeder wahrscheinlich, wenn ich hier eine Umfrage machen würde, eine andere Idee, welcher DAX-Preis oder welcher Euro-Preis jetzt gestern fair war. Daher muss man es also statistisch erfassen, was ist denn gestern wo umgegangen? Und da kommen wir dann auch zu dem Problem, warum gibt es denn kein Tool, außer jetzt beim Stereotrader von Dirk, was diese Daten für Normalbürger, wie wir sie ja sind, auf dem MT4 oder auch bei dem MT5 jetzt demnächst sichtbar macht. Das Problem ist, wir haben keine Volumendaten vorliegen. Ja? Der MT4 beruht ja darauf, dass sich der Broker, in unserem Fall jetzt FX Flat, sich hinstellt und sagt, ich bilde den DAX ab. Das machen die wahrscheinlich auch perfekt. Aber sie können uns ja nicht in den MT4 oder sie machen es nicht, weil das ja Geld kosten würde, einspielen die Volumendaten. Wir brauchen aber die Volumendaten, um dieses Market Profile zu errechnen. Jetzt gibt es Leute, die das sagen, oh, die Ticks, das könnte ja passen und hin und her, passt aber nicht genau. Wir machen es folgendermaßen, dass wir, weil wir natürlich auch nicht die Volumendaten vertreiben können, wir sind ja kein Datenanbieter und müssen ja dann diese Daten auch kaufen. Was wir aber machen können, wir dürfen Berechnungen anstellen. Das ist erlaubt. Diese Berechnung jetzt, weil es unser Market Profile ist, weil es eben keine Sache ist, die jemand anders hat, sondern nur wir, diese Berechnung stellen wir dem Dirk mit seinem Stereotrader zur Verfügung. Und da es nur eine Berechnung ist, eine Ableitung davon, ist das kein Problem. Dürfen wir die also zur Verfügung stellen. Ja, so. Das machen wir. Damit kann der Dirk sein Market Profile oder unser Market Profile zeigen. Und er hat es jetzt da auch. Jetzt nehmt doch mal diesen Olli. Ich bin inzwischen 18 Kilo leichter. Nehmt doch mal den Olli da raus. Ja. Ich bin ja Herzlich nun wirklich willkommen. nicht, ich bin doch wirklich nicht so ein hübscher Vogel. Jetzt nimm mich doch mal da raus. Die Leute sehen doch lieber den Aber ja, ich wollte auch zeigen, dass ich Photoshop kann. Bart. Ja, du bist wirklich gut. So. Also so sieht der Chart aus. Genauso. Kannst du es noch ein bisschen zusammenziehen, sodass man den oberen Value Level auch sieht? Ja. So, wir sehen jetzt, und zwar im heutigen Chart, sehen wir jetzt drei durchgezogene Linien. Diese Daten sind von gestern. Das heißt, gestern hat der Markt einen fairen Preis, den fairsten Preis gebildet. Das ist der Preis,
wo am meisten Volumen umgegangen ist, den Point of Control. Die Farbe, die ich genommen habe, ist Telekom Magenta. Ja, das ist der Point of Control. Das ist der fairste Preis des Tages. Das ist immer der Tag, an dem am meisten Volumen umgegangen ist. Ja, weil wo am meisten gehandelt wird in einem Markt, das ist der Preis offensichtlich, den die meisten Leute als fair empfinden, weil sonst würden sie kein Volumen machen. Wenn du einen Preis unfair findest, handelst du darauf nicht. Wenn ich dir sage, ich kaufe dein Auto für 2000 Euro, dann guckst du mich an und sagst, nee, danke. Wenn ich sage, was weiß ich, ich bin fair und dein Auto ist vielleicht 50.000 Euro wert und ich sage, ich zahle dir vielleicht 51, da kommen wir vielleicht ins Geschäft. Vielleicht willst du ja auch einen unfairen Preis von mir, dann muss ich vielleicht 80 dafür zahlen. Dann mache ich es wieder nicht. Also da, wo viel umgeht, ist der Preis fair. Da, wo am meisten umgeht, ist am fairsten, das nennen wir Point of Control. Um diesen Point of Control nun bilden wir, und jetzt kommt der idealistische Teil davon, eine idealisierte Glocke, wie so eine Bellkurve. Ja? Wir suchen oder wir versuchen und tun das dann auch, 70%, gibt Leute, die nehmen 68,2%, aber wir nehmen 70%, die sind statistisch genauer, aber wie bei, ihr kennt das wie von Fibonacci, die exakten Zahlen sind nicht immer die, die dann auch funktionieren. Wir nehmen also 70% und diese 70% tragen wir so weit möglich gleichmäßig um diesen Point of Control ab. Daher gibt es viele Leute, die sagen, hier sag mal, Olli, das gibt es doch gar nicht. Dein Point of Control ist immer in der Mitte. Wenn der fairste Preis relativ in der Mitte der gebildeten Tageskerze ist, dann ist das so. Wenn dem aber nicht so ist, das heißt, viel Volumen ist oben oder unten umgegangen, das heißt, der Point of Control liegt möglichst weit unten oder möglichst weit oben in der Kerze, dann kann er nicht in der Mitte liegen, weil ich kann die Kerze ja nicht verlängern. Ich kann ja nicht sagen, oh, dann müssten ja gestern noch tiefer oder höher Stücke umgegangen sein. Also das ist der Grund, warum manchmal der Point of Control nicht in der Mitte liegt. So. Das ist die erste Information, die ich jeden Morgen brauche, um zu wissen, wie war denn der Markt gestern? Wo war es in Anführungsstrichen billig und wo war es in Anführungsstrichen teuer? Das Prinzip ist folgendes. Ich komme da immer um die Ecke mit meinem Tomatenbeispiel. Die Leute lachen schon darüber. Gibt viele, viele Videos darüber, dass ich erkläre, was denn passiert, wenn ich in den Gemüseladen gehe, in den Obstladen und sage, ich bin ein Verbraucher, ja, ich esse fast jeden Tag Tomaten, auch heute wieder. Man merkt also, der Olli muss Blutgruppe 0 haben, sonst hätte er Probleme damit. Ich gehe also in den Laden rein und weiß, was der faire Preis ist. Und wenn nun der faire Preis pro Kilo zum Beispiel 1,40 Euro ist hier, dann ist mir, und so geht es Fondsgesellschaften auch, die jeden Tag kaufen und verkaufen müssen, eine Aktie, die also sich gesagt haben, wir wollen da unbedingt in die Aktie rein oder aus der Aktie raus, dann machen die das ganz genauso. Die gehen hin und sagen, oho, ich weiß, gestern ist eine Menge umgegangen bei 1,40, ja, Tomaten bewegen sich natürlich nicht so schnell und auch nicht intraday wie Aktien oder Futures, aber die stellen sich hin und sagen, okay, der faire Preis ist also ungefähr 1,40. Ob das 1,30 ist oder 1,50, ist denen vollkommen egal, dann fangen die an zu verkaufen oder fangen an zu kaufen. Das sind die Leute, die den Markt bewegen. Nicht wir. Wir bewegen den Markt null. Leute, die den Markt bewegen, das sind die Fonds, das sind die Versicherungen, ja, das sind irgendwelche Hedgefonds oder Zentralbanken und so weiter und so fort. Die stellen sich hin und sagen,
ich möchte heute zum Beispiel 3000 DAX Futures kaufen. Und diese 3000 DAX Futures, die kaufe ich natürlich über den Tag, weil jeder weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt um die Uhrzeit 3000 DAX Futures Market eingebe, ist das Ding 15.000. Wenn ich 3000 Market verkaufe, ist er wahrscheinlich 10.000. Ja, weil gar nicht genug im Buch steht. Also arbeiten die so eine Order über den gesamten Tag. Die gucken also, wo ist die faire Zone, und in dieser fairen Zone wickeln die ihr Volumen ab. Ja, ist es soweit verstanden? Mache ich mich deutlich? Wem irgendwas nicht deutlich ist, der muss hier reinschreiben, muss sagen, hey, warte, Olli, und eine Frage stellen. Und wie gesagt, tut mir einen Gefallen, nicht Herr Klemm oder so ein Blödsinn. Ich bin der Olli, ich habe auf dem Frankfurter Parkett lange gearbeitet, bin Händler. Ich habe Riesenschmerzen mit jemandem Sie, und das kriege ich nicht hin. Ich habe auch früher zu Vorständen du gesagt, bis die zurück zu mir gesagt haben, du, und dann war es okay. Ja. Kurzer Einwand von meiner Seite. Du hast die 70% erklärt, aber ja, nicht, wo man die sieht. Also kein Wort über Value Area High und Low vom Vortag. Nein, das kommt noch. Alles klar. Keine Angst, Dirk. Gut, ich bin wieder stumm. Genau. Ich leg mich wieder hin. Nein, finde ich gut. Der Dirk ist ein genauer. Ich finde es gut, dass er mir hier sagt, wenn ich was vergesse oder so, aber ich habe es nicht vergessen. Ich will erst das Prinzip erklären. Das ist viel wichtiger als irgendwelche Linien, weil dann, wenn man das Prinzip verstanden hat, dann versteht man die Linien und weiß schon mal per se, was passiert. Man braucht da gar nicht lange drüber nachdenken. Also, wir haben jetzt diese Fonds. So wie der Olli Tomaten kauft, ob das 1,30 ist oder ein 50, ist dem Olli egal. Er kauft seinen Kilo oder anderthalb Kilo Tomaten und geht wieder. Jetzt ist aber Folgendes. Der Olli kommt morgens in den Laden, und jetzt steht da Tomaten 40 Cent. Was macht der Olli jetzt? Der Olli, wenn er sieht 40 Cent, da zählt er nicht sein Geld, ist klar, sondern dann sagt er, hey, billige Tomaten, ich muss mehr kaufen. So wie der Fonds, wenn morgen früh der DAX plötzlich 300 Punkte tiefer ist, jeder Fonds, der was zu kaufen hat, sagt, geil, schick mal her. Jetzt gibt es Leute, die sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, an der Börse ist alles umgekehrt. Nein, ist es nicht. Der Unterschied ist der, dass wir uns erzählen wollen, dass wir schon wissen, was irgendeine Meldung bedeutet. Zum Beispiel, da wird ein US-Präsident gewählt, da springen erstmal alle aus dem Fenster. Oh, Trump, oh. Und am Tage danach, wenn jeder aus dem Fenster gesprungen ist, wird dann wieder aufgesammelt und guckt am Tage danach wieder auf den Schirm, denkt, er wäre ein halbes Jahr weg gewesen. Da hat der Motto, wie ist der Markt? Das geht doch gar nicht. Selbe ist ja bei Wahlen passiert und so weiter und so fort. Passiert uns also immer wieder, dass wir ein bisschen verblödet sind, weil wir, ich sage mal, zu nah am Schirm sitzen. Die Wahrheit ist doch folgende. Wenn ich eine Institution bin, dann ist mein Anlagehorizont nicht eine Stunde oder zwei Stunden. Oder ich bin nicht in Panik, weil etwas passiert, was Leute, die sich damit beschäftigen, schon auf der Pfanne haben. Ja? Weil beispielsweise, wenn man ein Newsletter liest, der hat schon damals gelesen, dass ich davon ausgegangen bin, dass der Trump gewinnt. Das war für mich überhaupt keine Sache. Jetzt haben so Leute wie ich darauf gewartet, dass es billig wird, und haben natürlich gnadenlos gekauft. Also, wenn 40 Cent da draufsteht auf der Tomate, kaufe ich Tomaten. Und zwar für die nächsten 3-4 Tage, bis es eben schlecht wird. Bei Aktien würde ich viel mehr kaufen. Ist ja logisch, die werden nicht schlechter. Jetzt ist aber Folgendes. Gibt eine Ausnahme. Die Ausnahme ist, dieser Preis ist aus einem besonderen Grund dort. Zum Beispiel, Tomaten verursachen Krebs. Wenn ich diese Information habe
und ich sehe einen Preis von 40 Cent und ich weiß, dass ich keine Tomaten, die ich zu Hause habe, verkaufen kann, aber dann würde ich voll hands-on, würde ich Tomaten jetzt, die ich zu Hause noch habe, verkaufen, weil ich will sie doch gar nicht mehr haben. Und so entwickeln sich Trends. Umgekehrt, ich komme morgen in den Laden, Tomaten 10 Euro. Da werde ich wahrscheinlich erstmal den Bitcoin-Kurs checken, ob es der Euro ist oder ob es die Tomaten sind. Aber wenn es die Tomaten sind und alles andere ist gleich, kaufe ich den Tag nicht Tomaten, weil ganz ehrlich, ich werde schon noch was anderes zu essen finden. Aber, und es hat nichts damit zu tun, ob ich es bezahlen kann oder nicht, sondern hat damit zu tun, dass ich sage, es ist mir das nicht wert. Genauso, wenn der DAX morgen mit 500 Punkte Gap nach oben aufmacht, dann sage ich erstmal, es interessiert mich nicht. Da will ich nicht kaufen. Wenn ich aber morgen lese, dass wenn jemand ein Kilo Tomaten isst jeden Tag 200 Jahre alt wird, dann kaufe ich noch mehr Tomaten mit 10, weil ich weiß, wenn die Nachricht sich rumspricht, gehen die Tomaten wahrscheinlich auf 20 oder 30 Euro oder noch mehr. Ja, plötzlich das neue Allheilmittel. Genauso ist es bei Aktien. So entwickeln sich also Trends. Es kommt also darauf an, ob dieser Wert außerhalb der fairen Zone, außerhalb der Value Area, akzeptiert wird vom Markt. Wenn dies passiert, können sich Trends entwickeln. Bedeutet, ich gucke auf diese drei Linien. Der Point of Control ist diese magentafarbene Linie und um den Point of Control ist die Value Area. Diese blauen Linien oben ist der obere Value Level und die untere blaue Linie ist der untere Value Level. Die gesamte Zone zwischen diesen dunkelblauen Linien, ja, Deutsche Bank, Königsblau, zwischen diesen dunkelblauen Linien liegt also die Value Area. Die Value Area allgemein ist die faire Zone. Ja? Das heißt, wenn der Markt morgens innerhalb dieser Value Area aufmacht, ist der Preis fair und ich erwarte, dass der Markt kein Trendverhalten hat. Ich erwarte, dass der Markt innerhalb seiner fairen Zone bleibt. Wenn er innerhalb der fairen Zone ist, kaufe ich unten und verkaufe oben. Ende Gelände. Nichts anderes habe ich zu tun, weil warum soll der Markt denn unfair sein, wenn nichts anderes vorliegt, als ein paar Leute, die es vielleicht mal probieren. Er geht ein paar Punkte drunter. Geht vielleicht auch nachher ein paar Punkte drüber, aber im Grunde genommen bewegt sich alles in dieser Zone. Das heißt, ich bin unten Käufer und ich bin oben Verkäufer. Wenn aber der Markt morgens außerhalb dieser Zone eröffnet, außerhalb der Value eröffnet, dann bin ich high alert, weil ich sage, oha, der Kerl ist aus der Balance gebracht. Wir sind unfair teuer oder unfair billig. Wenn was unfair teuer ist oder unfair billig, wollen wir gerne darauf reagieren, weil das machen die Fonds auch. Wenn die der Meinung sind, dass was unfair teuer ist, sie sehen aber keinen Grund dafür, verkaufen sie das wieder in die Value Area zurück. Und wenn das passiert, beispielsweise wir eröffnen oberhalb dieser Value Area, der Preis tradet wieder hinein, dann ist es oft so, da gibt es eine sogenannte 80%-Regel, die heißt 80%, weil es in 80% der Fälle circa zutrifft, dann durchhandelt der Markt die gesamte Value Area. Kann ich also theoretisch, wenn ich das im Griff habe, wieder davon profitieren. Wenn der Markt unfair billig eröffnet, handelt wieder zurück in die Value Area, dann kann ich mit 80%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Markt diese Value Area wieder voll durchhandelt. Wenn er aber den Preis bestätigt und eine solche Bestätigung heißt, er ist mindestens 30 Minuten außerhalb der Value Area, dann gehe ich davon aus,
dass der Preis dieses neue Niveau akzeptiert hat und ich jetzt in die Richtung, in der er ausgebrochen ist, eine Chance auf Trend habe. Ich sage immer bis zum Beweis des Gegenteils, denn wenn er wieder in die Evaluator ist, ist es ja bewiesen, dass es falsch ist. Bedeutet also im großen Grundsatz, wenn ich innerhalb der Value eröffne, versuche ich unten billig zu kaufen und das wieder teurer zu verkaufen. Wenn er oder oben zu verkaufen und wieder billiger zurückzukaufen. Wenn er aber außerhalb eröffnet, ja, wenn er außerhalb eröffnet, dann versuche ich in Richtung dieses, oft ist es ja ein Gap, ja, in Richtung dieses Gaps zu handeln. Und das ist eben oft so, dass diese Gaps dann auch nicht geschlossen werden. Aber das ist ein anderes Thema mit den Gaps. So, wer hat bis jetzt dazu Fragen? Erstmal keine Fragen. Oder noch schüchtern? Naja, bei mir braucht keiner schüchtern zu sein. Wir können dich ja mal zwischendurch fragen, woher du kommst. Willst du das verraten? Mit dem Namen bin ich interessiert, weil meine Kinder sind in Kolumbien geboren. Ja, aus Brasilien. Und du? Brasilien. Okay. Also Genau. nicht weit entfernt. Wir haben eine gemeinsame Grenze dann. Ja, das stimmt. Nee, Früher haben da Leute. scheinen alle soweit verstanden zu haben. Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, perfekt. Der Ingolf, der wünscht dir gerade guten Nachmittag. Boa tarde, boa noite. Ja, für uns ist es schon ein bisschen später, da hast du recht. So, also es ist so, dass wenn ihr das verstanden habt, ist das eine super Sache, weil wir können das natürlich noch besser. Jeden Tag natürlich entwickelt sich das, was wir vom Vortag eingezeichnet haben, entwickelt sich ja neu für den jetzigen Tag. Ihr könnt also dann, das ist ja auch drinne in dem Tool, diese sich entwickelnde Value Area beobachten. Jetzt ist diese, der Point of Control ist jetzt, ich nenne es mal sonnengelb. Ja? Und wenn jetzt jemand sagt, wieso springt der denn? Dann ist das, weil genau dann, wenn er springt, ist auf dem Preis, wo er hinspringt, mehr umgegangen als auf dem anderen Preis. Ja? Daher springt er. Der kann nicht langsam irgendwo hin sich bewegen. Diese Preise, weil dann, es geht ja nur um eine Addition von umgegangenen Kontrakten. Diese Preise springen. Ja, diese Point of Controls springen. Und um diesen Point of Control entwickelt sich die Value Area. Und wer sich das jetzt anguckt, sieht, dass zum Beispiel an diesem, naja, man kann es eigentlich auf beiden Seiten sehen, dass diese Value Area dann als Support oder Resist, also als Unterstützung oder Widerstand sich bewährt. Man sieht also, wie sie zum Beispiel, jetzt ist es nicht meine Maus, sondern der Dirk muss da mit seiner Maus mal rumfahren, wenn er mal nach links fährt ein bisschen. Fahr mal nach links. Nicht so weit. Geh mal so ungefähr unter deinen M5 da, was da steht in der Mitte. Ja, so. Hier seht ihr, dass er über diese blaue gestrichelte Linie ist der obere Value Level, dass er da um den oberen Value Level umherspielt. Das heißt, er entscheidet sich da gerade, ob er drüber bleibt oder eben nicht. Er bleibt drüber, er geht ein wenig hoch und nachdem er praktisch diesen Ausbruch aus der Value Area bestätigt hat, hält er noch ein bisschen nach links. Du hast da erstmal den Shooting Star und dann geht es runter auf den oberen Value, genau da, wo du die Maus hast. Da wirkt es als Support. Wir haben nochmal Versuche nach oben. Im nächsten Anlauf dann
hält er das wieder? Da geht er auch ein bisschen in den Richtung VWAP. Ja, das ist der volumengewichtete Durchschnitt. Der wird von vielen Fonds also auch beachtet, weil das der Durchschnitt aller Trades ist. Ja, alle Trades, wenn der Preis drüber ist, malen wir den blau, weil er dann in der Regel als Support gilt. Wenn er drunter ist, ist er rot. Ihr könnt also auch da sehen, dass der Preis genau an diesen an diesem Durchschnitt dann immer, also immer, nicht 100%, aber in der Regel, wenn dieser eine Neigung hat, wenn er nicht da sinnlos einfach seitwärts umher handelt, dann, dann ist das ein sehr guter Einstiegs- bzw. Ausstiegspunkt, je nachdem, welche Position man hat. So, heute ist ein nicht so geiler Tag, um da irgendwie viel zu zeigen. Man sieht, wir haben heute Morgen erwartet, dass wir billig kaufen können, uns wieder teurer verkaufen. Alleine, ganz alleine, wie gesagt, ist es kein Goldschürf-Instrument, ich mach dich reich, aber es gibt eine wunderbare Landkarte. Wer das zusammenhandelt mit normalen, erkennbaren Unterstützung und Widerständen, weil logischerweise Unterstützung und Widerstand bilden sich ja, weil es dort Käufer und Verkäufer gibt, nicht weil es irgendwelche Leute gibt, die bei Michael Vogtmann ein Buch gekauft haben, sondern weil das Leute sind, die auf diesem Preisniveau kaufen oder verkaufen wollen. Deswegen bilden sich Unterstützung und Widerstände und diese dann zusammen, zum Beispiel diese Unterstützung, die kommt vom Freitag her. Das kann man sich also schön anschauen. Und es ist also eigentlich eine super Sache, um da Geld zu verdienen. Wer das verbindet, das normale, erfolgreiche, und wie gesagt, es geht nur um horizontale Linien, es geht nicht um irgendwelche, ich sage immer, schräge Linien sind für schräge Vögel. Ja, so Trendlinien, Trendkanäle und so weiter, ist alles nicht zuverlässig. Aber weil, ich kann euch auch erklären, warum das so ist, dass sie nicht zuverlässig sind. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Tomaten kaufe, ich überlege mir ja nicht, wie war der Preis gestern, wie war der Preis vorgestern, da machen wir mal eine Linie dran, im Chart gedacht, da müsste es heute 5 Cent höher sein, das ist ja Quatsch. Sondern ich will bei 1,40 will ich Tomaten kaufen und das interessiert mich gar nicht, wie das gestern und vorgestern das Verhältnis war. Ja. Es gibt Leute, die es interessiert. Computer finden das super, weil die das zeichnen können. Und zwar sogar automatisiert. Aber ein Fondsmanager interessiert sich null, ob es so einen Trendkanal gibt oder nicht. Wie das ist mit den Trendkanälen, konntet ihr die letzten letzte Woche auch oder die letzten 4 Wochen in Bitcoin sehen. Da haben alle gesagt, da oben bei 5.900, da ist die Trendkanal-Oberkante. Irgendwie ist es jetzt ein anderer Preis. So ist es in allen Märkten, in allen Produkten. Die Wahrheit liegt woanders. Die Wahrheit liegt bei horizontalen Niveaus, bei Unterstützung, bei Widerständen. Wer die in Zusammenhang setzt mit Dingen, die Sinn machen, wie zum Beispiel Market Profile, ein bisschen Relationen sich sucht, vielleicht auch Level sucht dann mit Hilfe von Fibonacci, da gibt es auch tolle Sachen. Die Karin Roller, die hat bei uns zum Beispiel von der VTRD, die hat bei uns jetzt Webinare gehalten. Die macht das zum Beispiel ganz toll, das kann ich nur empfehlen, dass ihr euch die mal anschaut. Der wird feststellen, dass er da eine wunderbare Edge an die Hand bekommt, die er im täglichen Trading nutzen kann. Er kann sie in allen Märkten, wo es Volumen gibt, zur Verfügung gestellt gibt, kann er die handeln. Vor allen Dingen natürlich dann in Future-Märkten. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, Forex, das geht ja dann gar nicht. Forex geht, weil es da auch Future-Märkte gibt und da gibt es Volumen. Vom normalen Forex-Markt, vom Forex-Kassemarkt gibt es leider keine zuverlässigen Volumina, weil das ja ein Interbankenmarkt ist, bei dem
keine Ahnung, jeder sein eigenes Volumen berechnet und wir vielleicht Tage oder Monate später es vielleicht rauskriegen, wie viel wirklich umgegangen ist. Aber wir brauchen es ja in der Sekunde. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt der DAO, den der Dirk da reinmacht. Und vielleicht kann er es auch mal, da sieht man auch zum Beispiel wieder, dass dieser volumengewichtete Durchschnitt, den wir auch als Berechnung zur Verfügung stellen, der kann, wie ihr seht, ja auch als Support und Resist, in dem Fall eben als Support, oft genommen werden, wenn man das dann noch in Verbindung setzt mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Value Error, ist das schon relativ, es ist einfacher, als wenn man es nicht hat. Ja. Ja. Also es funktioniert überall, wo du Volumen hast, wo du Futures hast. Es gibt auch für den Euro gibt es Futures und von daher kann man das dort nehmen. Man kann den Indikator testen und zwar kann man den testen einen Monat lang. Wenn man bei mir Mitglied ist, kostet das null, weil die Leute kenne ich. Die können nicht sagen, ich heiße morgen anders. Wenn jemand bei mir nicht Mitglied ist, haben wir uns darauf geeinigt, dass das neun einzelne Euro kostet. Ja. Der Grund dafür ist, ich bin lange genug im Internet unterwegs, da gibt es dann Schlawiner, die machen so Einweg-E-Mail-Adressen, heißen jedes Mal anders. Daher will ich also, dass eine Kreditkarte benutzt werden muss, weil, okay, ich kenne Leute, die haben 4 oder 5 Kreditkarten, aber irgendwann wird es dann auch blöde, wenn derselbe Name draufsteht, fällt es ja auf. Und irgendwann hat man auch keinen Kumpel mehr, der für einen so eine Sache mal macht. Das ist so eine Sache, dass man so ein bisschen an die Fairness auch appelliert und es ein bisschen schwieriger machen will, dass man einen bedubbt. Der Dirk hat viel Arbeit damit. Wir hatten Arbeit damit. Und daher bin ich der Meinung, dass das dann okay ist, wenn man dafür mal 9 Euro gibt, weil ich sage mal zum Beispiel einen Punkt in einem Monat besser im DAX und schon ist man ja deutlich vorne. Ja. Deswegen, dann kannst du es einen Monat lang testen. Wenn du auf deine Frau es nochmal bestellst, kannst du auch zweimal testen. So, die Value Area wird am vorhergehenden Tage bestimmt. Jawohl. Und dann Intraday. Intraday sind diese gepunkteten Linien plus die sonnengelbe, die den Point of Control vom jetzigen, also heutigen Tag zeigt. Ja, man sieht dann auch immer, dass der Markt, wenn er über diesem Point of Control liegt, dann den Point of Control auch als Support mitnimmt. Ja, von dem gestrigen Punkt aus schauen wir, wenn wir innerhalb eröffnet haben, nur auf die Value Area und kümmern uns nicht so stark um den Point of Control. Der Point of Control hat andere Dinge. Ja, ich bin kein Freund von, ich zeige euch mal im Nachhinein, wie geil das war, weil ich meine, im Nachhinein, jetzt kann ich jeden von euch da hinsetzen, der mir jetzt erklärt, wie super das war und das hat man doch ganz klar gesehen und guckt doch mal hier und am Point of Control und da und hier und am Volumengewicht im Durchschnitt und dann denkt jeder am Ende, er kann jeden Tag 300 Punkte damit machen. Das ist absoluter Quark. Sondern ich rufe euch auf, das mal selbst zu testen. Ihr findet über Market Profile, weil ihr müsst lernen, was Market Profile ist. Es ist keine selbst hier sich erfüllende Prophezeiung. Es ist kein Voodoo.
Es ist eine Marktstruktur und ich rufe also jeden auf, sich damit zu beschäftigen. Egal, ob er dieses Tool sich besorgt oder nicht. Und dann das sich anzugucken, wie das läuft. Im Grunde genommen, die einfachste Sache, die ich erklären kann, ist zu sagen, dass man in Ruhestellung, also wenn er in Balance ist innerhalb der Value Area, wenn er dort aufmacht, ist er in Balance grundsätzlich, dass man unten kauft und oben verkauft. Wenn er außerhalb eröffnet, hat man die Chance, dann, dass man den oberen Value Level kauft oder den unteren Value Level verkauft und dann in diese Trendrichtung aktiv ist. Das sind so die einfachen Dinge. Alles andere würde hier den Rahmen des Webinars sprengen. Und ich könnte zwar, ich sage das immer, ich trade jetzt seit 35 Jahren, ich könnte alles, was mir beim Traden hilfreich ist, innerhalb eines Wochenendes jemandem verbal auf die Backe drücken. Ich bin aber sicher, er könnte damit kein Geld verdienen, weil dazu gehört mehr. Das Wichtigste, was dazu gehört, ist die richtige Einstellung, also die Psychologie dahinter. Viele scheitern da ganz brutal wegen Gier und Angst und die Disziplin. Die meisten Leute, es ist leider so, denen fehlt vollkommen die Disziplin und die geben zu den falschen Zeitpunkten auf. Man muss jede Technik, die man sich anschaut, egal ob Market Profile, vollkommen egal, welcher Indikator, welche Strategie, ist vollkommen Latte. Man muss diese statistisch erfassen. Das sind für mich mindestens 300 bis 500, nicht drei einzelne, sondern ich sage deutlicher, 300 bis 500 Trades, die man macht. Also wer Intraday handelt, mindestens 100 Handelstage. Das muss man in ein Schema kriegen, wie groß eine Trefferquote ist, wie groß ein Chance-Risiko-Verhältnis ist. Dann muss man sich überlegen, wie viel Risiko möchte ich gehen, muss das in Tools einfügen, muss gucken, wie so eine normale Performance-Kurve mit diesen Daten laufen würde. Und dann muss man das durchhalten. Die wichtigste Zahl dabei, ich sage es immer wieder, die wichtigste Zahl dabei ist die Zahl der Verlierer in Folge. Es gibt viele Leute, die fangen an, Techniken zu handeln, die eine Wahrscheinlichkeit haben von zum Beispiel 60%, dass sie profitabel enden. Und die verstehen nicht, dass selbst da es Verlustserien geben kann von vielleicht 12, 13, 15 Mal in Folge Verlust. Ja. Wer das nicht versteht, wird niemals erfolgreich werden. Denn die meisten Leute hören vielleicht bei 4 oder 5 Mal hintereinander Verlust, schmeißen die Technik weg und sagen, du Olli, hast du noch ein anderes Setup? Also ich rufe jeden, egal was er macht, dazu auf, alle Techniken, die er zur Verfügung hat, von denen er vielleicht viele schon wieder weggeworfen hat, obwohl die geil sind, dass er die mal überprüft, unter der Maßgabe mal zu schauen, wie viel Verlierer in Folge würde es denn statistisch möglich sein. Beispielsweise beim Roulette, da ist die Chance knapp unter 50% für Rot oder für Schwarz, weil es ja die Null gibt. Ja, das heißt, es fällt ja einer weg. Das ist ja das, was die Bank auf jeden Fall mal verdient. Und kann ich euch nur sagen, dass ich weiß nicht, der Weltrekord, glaube ich, ist, habe es irgendwo mal gelesen, 34 Mal oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe es schon selbst erlebt, dass Leute sich um ihren Kragen gebracht haben, die gesehen haben, oh, 17 Mal hintereinander rot, da muss ja jetzt schwarz kommen. Das Roulette-Rad wusste nicht, dass jetzt schwarz kommen muss. Ja, das hatte keine Chance.
Also das nur dazu. Die FIBO-Expertin ist die Karin Roller von der VTRD. Das, was wir hier, also ich, weil das viele Institutionelle gucken auf den 5-Minuten-Chart, ich nehme daher beim Market Profile auch den 5-Minuten-Chart, aber es ist, weil es ja auf die Volumina guckt, vollkommen egal, welchen Chart du nimmst. Ist natürlich nicht besonders sinnvoll, einen Stundenchart zu nehmen oder einen 2-Stunden- oder 4-Stunden-Chart, weil da hast du am Tag nicht so viele Kerzen. Und da musst du dann vielleicht ja auch mal eine Kerze warten oder musst gucken, ob dein Support oder dein Resist, ob es denn überhaupt gibt in dem Chart. In der Regel nimmt man für diese Dinge den 5-Minuten-Chart, den 15-Minuten-Chart, das ist mein Favorit. Für mich ist das der Taktgeber im Markt, der 15-Minuten-Chart oder den 30-Minuten-Chart. Das sind die, der 30-Minuten-Chart ist der, auf dem früher das Market Profile aufgebaut wurde. Ja. Was schreibt er hier? Wie würdest du jetzt handeln? Na, ich würde, ich sehe gar nicht, wieso du Short denken möchtest hier. Er arbeitet doch gerade daran, aus der Value Area herauszugehen. Er war ja schon einmal unfair teuer, jetzt ist er beim zweiten Mal unfair teuer. Das heißt, es gibt sicherlich einen Grund dafür und wahrscheinlich will er jetzt noch teurer werden. Weil er war ja schon einmal draußen und ist wieder reinverkauft worden. Auf den Durchschnitt, auf den volumengewichteten Durchschnitt, hat seinen Point of Control jetzt im zweiten Versuch, als er da oben abverkauft wurde am oberen Value Level, hat er beim zweiten Mal den Point of Control gehalten, hat also ein höheres Low wieder gebildet. Da hat er doch jetzt gar keine, warum soll er denn jetzt wieder reingehen? Ja, klar kann er wieder reingehen, aber dann warten wir doch erstmal, dass er wieder reingeht. Also im Augenblick würde ich hier nur auf Long schauen. Und zwar nicht hier, weil er hier unfair teuer ist, sondern bei dem Test da unten. Ja. Aber wie gesagt, da kannst du mir jetzt vorwerfen, oh, im Nachhinein, oh, hin und her und was weiß ich. Es geht darum, dass man versteht, worum es hier geht bei diesem Tool. Es geht darum, dass man sieht, was für die großen Marktteilnehmer billig und teuer ist und das dann zu benutzen. Und das heißt nicht, dass man jetzt anfängt, wenn es zu teuer ist, darauf zu spekulieren, jetzt muss das und das passieren, sondern man schaut sich die Gesamtsituation an, man sieht hier, aha, der Markt ist seit er angefangen hat, heute Morgen, immer über dem Volumengewicht im Durchschnitt, das heißt, es liegen Käufe vor. Warum suche ich denn jetzt nach Verkäufen? Es ist keine Technik, um was zu scalpen oder mal hier 3 Punkte oder da mal 2 Ticks oder irgendwas zu nehmen, sondern es ist eine Landkarte. Du versuchst ja auch nicht, wenn du von zum Beispiel Frankfurt nach Hamburg fährst, versuchst ja nicht auf dem Weg irgendwo durch scharferen Kurvenradius vielleicht 10 Meter zu sparen oder irgendwas, sondern du willst nach Hamburg, du fährst also Richtung Norden. Ja. So ist es ja auch. Bitte nie, wenn ich irgendwie was, das ist nie persönlich gegen irgendeinen und ich versuche es nur deutlich zu machen, also nie böse sein, bitte. Dirk, du hast ihm Linien reingezeichnet, hätte gerne gewusst, woher die sind. Wo jetzt im DAX oder wo? Wo ich vorhin was gezeichnet habe? Ja. Er wollte gerne wissen, wo. Genau, ja, wo die. Das war nur in dem Kontext, wo du gesagt hast, dass man sich dann halt eben mit normaler Indikation halt Widerstände sucht. Und wenn diese zum Beispiel unterhalb der Value Area sind. Und das war halt hier der Fall. Und das war halt einfach nur vom Vortag die 23,6. Das war eine FIBO einfach nur. Und da kommt diese Linie her. Ja, habe ich hier eingeblendet und einfach nur mal einen roten Strich nochmal dazu getan, damit man es ein bisschen deutlicher sieht. Ja.
Aber das war ja halt so. Er meinte graue, ah, er meinte eine Glocke. Ach, die Glocke. Ja. Die habe ich ja nicht gezeichnet. Die zeichnete das Profile. Aber wir müssen der Fairness halber müssen wir sagen, dass das nicht gezeichnet wird jetzt. Das sind also keine Volumendaten, sondern das ist die Tickglocke, die ist annähernd so wie das Profil. Da müssen wir Fairness halber das genau so sagen. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie hier nicht gesagt werden dürfte. Das ist ja Quatsch. Also es hat generell so, wie der Olli auch vorhin gesagt hat, dass halt wir hier auch nur bedingt Daten weitergeben dürfen, ohne dass wir da halt irgendwie Stress bekommen. Und eben das hier ist entsprechend tatsächlich mit den Tick-Daten nach einem eigenen Algorithmus gebildet. Und das heißt, die zeigt er halt eben auch nur, wo waren die meisten Ticks, ja. Und da ist ja auch in etwa der meiste Umsatz. Und wie man sieht, das kommt ja schon relativ nahe dran hier. Also hier haben wir zum Beispiel einen Peak jetzt hier in der im Tick-Bereich. Und man sieht ja jetzt gerade mal irgendwie 1,5 Punkte, 2 Punkte unterhalb von dem echten Point of Control. Und würde man diese Glocke jetzt mit echten Volumendaten bilden, dann wäre dieser Ausschlag natürlich ganz genau da drauf. Und entsprechend ist das hier eine Orientierung, wo halt in etwa der meiste Umsatz ja stattgefunden hat. Nur um das halt eben auch nochmal zusätzlich zu verdeutlichen. Und das sieht man ja halt auch gut. Wir haben halt hier zum Beispiel halt, um auf die Value Area zurückzukommen, hier oben ist halt eine Ausprägung in dem Bereich. Und da sieht man auch hier, da war vorher schon die Value Area, das High, jetzt eben ist es knapp drüber. Und hier unten haben wir auch eine Ausprägung und entsprechend ist dort jetzt halt das Low. Und der größte Ausschlag logischerweise auch dort, wo jetzt der Point of Control ist. Und der kann gleich, also wenn er das darf, dafür zeigen, wo man das bekommt. Ja, natürlich. Weil das bekommt man beim Dirk. Sozusagen, genau. Oder bei dir. Oder bei mir. Bei dir ist es im Moment schöner auf der Webseite, bei mir kommt es irgendwann auf die Webseite, aber im Endeffekt ist es egal, wo es gekauft wird. Und ein Teil bei uns, den Stereo Trader braucht man ja dafür und kann man dann auch entsprechend über FX Flat kriegen. Genau, und wenn man also beim besten Broker der Welt sein will, ist man hier ja schon richtig, da ist man ja schon da und dann kriegt man die beste Software der Welt noch dazu, das ist doch klasse. So, schaut's aus. Die besten Webinare der Welt. Eieiei, wenn ich eine Webcam hätte, dann würde ich sehen, wie rot ich werde. Nee, Dirk, kannst du gerne zeigen. Ich bin schon dabei, das im Hintergrund im Geheimen vorzubereiten. Ihr müsst das ein bisschen besser überbrücken, dass es das ein bisschen flüssiger ist. Das ist wieder unsere stumpfe deutsche Art, dass wir gleich zur Sache kommen wollen. Ja, hier ist noch eine Frage, ob man diese Glocke auch als Indikator einzeln bekommen könnte. Ich glaube, so eine Glocke kriegst du. Ich will da mal blöde Scherze machen mit Glocke. So eine Glocke kriegst du, glaube ich, viel, aber ich werde sicherlich nicht für andere Leute jetzt Werbung machen. Also musst du schon mir verzeihen, dass ich dir da nicht weiterhelfen will. So. Also hier auf der Homepage, einfach oben über den Bereich Download und dort geht es dann in alle, ach, jetzt muss ich mich schon wieder einloggen, das kann alles nicht wahr sein, Moment. Zeig dein Passwort, zeig dein Passwort. Nein, da. Funktioniert das jetzt wenigstens hier, Moment. Hier ist noch eine Frage für den Nelson hier, wie das bei euch mit den Steuern ist. Das interessierte bei uns auch schon einige. Ja, ich war gerade dabei, das hier zu schreiben, aber gerne natürlich auch für alle. Also die Abgeltungssteuer, ja. Wenn man halt auch Gewinne gemacht hat, werden dann einmal monatlich, also nicht bei jedem Trade, nur einmal monatlich
entsprechend abgeführt. Bei Verlustmonate werden die Verluste natürlich mit übertragen in den nächsten Monat und findet auch eine automatische Steueroptimierung statt. Bedeutet, hat man jetzt 3 Monate lang Gewinne gemacht und entsprechend wurden die Steuer abgeführt. Jetzt kommt der 4. Monat und man hat da mal einen Verlust gemacht. Dann hätte man auf das Jahr gesehen ja dann zu viel Steuern abgeführt. Dann findet dann automatisch auch eine Gutschrift statt. Ich hoffe, dass es bei keinem auf die Gutschrift ankommt. Ja. Das wäre schlecht. Ja, und dann am Ende des Jahres beziehungsweise im Folgejahr kriegt man dann Jahressteuerbescheid per Post dann zugesendet. So, und das ist der andere Weg. Einmal hier über stereotrader.net/marketprofile. Dann landet man hier auf der Informationsseite. Dort ist zum Beispiel aufgelistet, welche Underlyings sich insgesamt damit abbilden lassen. Also für alle diese Werte entsprechend stehen die Market Profile Daten zur Verfügung. Da sind ja schon einige, würde ich mal behaupten. Und hier unten eine kurze Beschreibung, halt, was man dazu braucht. Und dann eben hier geht es weiter auf die Seite Download. Und dort, wo sich halt auch die ganzen anderen Downloads befinden, dann gibt es hier den Olli Klemm. Hier kann man sich das Add-on runterladen. Und hier entsprechend ist das, was der Olli gerade angesprochen hat. Also hier Testmonat zum Beispiel. Also das heißt, wenn man hier rüber geht, landet man bei Digistore. Und kann ich mal draufklicken, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Muss ich mal gucken. Das kann natürlich jetzt sein, dass ich jetzt da auch wieder. Ah ne. So, und dann hat man halt hier mehrere Möglichkeiten. Und also einmal ist hier halt, kann man es als Paket pro Jahr eben entsprechend machen und das hier wäre halt die andere Variante, die der Olli gerade erwähnt hat. Das heißt, hier kann ich halt sagen, 9 Euro, das ist mein Testmonat und danach 69, ja. Und das heißt, man kann es halt monatlich kündigen und wenn man das wirklich nur testen möchte, dann halt hier die 9 Euro und schiebt dann halt möglichst, bitte, das muss ich dazu sagen, wirklich auf den letzten Drücker dann bitte die, wenn man es nicht haben möchte, die Kündigung hinterher, nicht sofort, weil dann ist es erstmal lahmgelegt. Weil das Add-on, genau wie der Stereotrader selbst, wenn man das über Digistore bezieht, kann die Datenbank immer nur insoweit abfragen und kann dann automatisiert gucken, ist es gekündigt oder ist es noch aktiv und wenn es gekündigt ist, und dann streckt er sofort die Flügel, beziehungsweise in dem Fall das Add-on halt auch. Das heißt, wir kriegen das dann zwar schon noch irgendwie zum Laufen, führt aber eben dazu, dass es erstmal nicht geht, ja. Und deswegen am besten, wenn man das machen möchte, erstmal gucken, man kann es ohne Probleme, ohne Frist auch am letzten Tag noch irgendwie auflösen. Und aber dann hat man zumindest keinen Stress, dass es irgendwie vorzeitig nicht funktioniert. Gibt ja Online-Kalender, wo man das eintragen kann, dass man es nicht vergisst, weil wir wollen ja nicht einfach so an eure Kohle, sondern bitte dann sich so einen Merker legen in so einen Online-Kalender. Genau. Aber das nur eben als Erklärung, weil das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass dann hieß, ja, ich habe das doch irgendwie gestern bestellt, heute gekündigt, wieso geht das nicht mehr? Und jetzt nicht speziell dabei, sondern dann halt eben auch bei anderen Produkten, die es für den Stereotrader gibt. Und das führt dann jedes Mal dazu, dass wir ein bisschen Aufwand dann halt damit haben und dass es dann halt eben dann doch nochmal irgendwo läuft. So, und wie gesagt, wenn man dann hier dann halt das ausgeführt hat, dann landet man wieder hier beim auf der Stereotrader Homepage und entweder man hat es vorher runtergeladen oder nachher. Und wenn man das installiert hat und dann erscheint das hier in dem hier im Navigator bei Indikatoren Stereotrader Oliver Klemm. Bei mir heißt das jetzt hier ein bisschen anders, weil das ist hier meine Entwicklungsumgebung und dort Market Profile. Was man aber machen muss, um das zu aktivieren, damit die Lizenz auch erkannt wird, ist hier, das habe ich vorhin nämlich in einem anderen Webinar ganz vergessen, mich dann hier klick aufs Logo und dann hier bei Add-on-Lizenzschlüssel. Dort muss dann der Code rein und wie der sich darstellt, wird nach dem Kauf, wird es auch entsprechend auf der Seite erklärt. Ich kann es trotzdem nur kurz zusammenfassen. Man tippt dann hier ein DGS24 Bindestrich und dann die Bestell-ID. Und diese Bestell-ID, die bekommt man per E-Mail zugeschickt. Und sobald man das dann halt hier dann auf Anwenden klickt und dann ist das Ganze halt auch aktiv und dann erkennt er auch die Lizenz.
Ja, mehr muss man eigentlich nicht machen. Ansonsten dann nur einen Chart reinziehen. Also sowieso für alle FX Flat Kunden ist es sowieso so, dass die Profildaten, die dazugehören, sind halt im Vorfeld schon hinterlegt. Und nur um das mal kurz zu zeigen, geht auch hier oben über Setup. Da hat sich vielleicht schon der eine oder andere gefragt, was ist das hier bei Profildaten? Und Profildaten beschreibt einfach nur, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall jetzt hier DE30. Ja, also das Add-on weiß ja erstmal nicht, was ist DE30. Und hier ist quasi die Übersetzung. Und die Profildaten, das heißt DE30, da ist das Underlying, ist der FDAX. Der läuft von 8 Uhr bis 22 Uhr und hat eine Tick-Size von 0,5 Punkten. Und diese Daten werden halt wiederum ebenfalls an das Add-on übertragen. Und damit wird dann halt entsprechend die Datenbank dann halt erstellt und die ganzen Profildaten geladen und dargestellt. Aber das ist, wie gesagt, wenn man bei FX Flat ist, ist das ohnehin hier schon alles ausgefüllt. Ja, da muss ich also gar nichts tun, sondern kann das eins zu eins so übernehmen. Ich wundere nur gerade, dass ich es hier überhaupt ändern kann, weil eigentlich sollte nicht mal das der Fall sein. Aber gut. Hier musst du mal mit dem Chefbroker mehr sprechen, der Dirk Hilger. Ja. Der hat heute ein Update gemacht. Deswegen wundere ich das gerade. Eigentlich sollte das gut, es ist ja jetzt nicht schlimm, ne? Also man soll es halt hier nicht unbedingt dann halt versauen. Aber wenn man das lädt, ist das erstmal, würde ich mal tippen, deaktiviert. Wir haben hier, ich sehe gerade auf meinem anderen Auge, sehe ich gerade Registrierung, Login bei stereotrader.net funktioniert nicht, Login fehlt und Login-Seite ist ohne SSL. Vielleicht hast du da irgendwas. Hast du irgendwas verhakt? Nö, das ist hier so. Habe ich ja schon mal gesagt, bin tatsächlich nicht so der Experte, was Webprogrammierung angeht. Ich habe andere Schwerpunkte und ich weiß aber, dass es mit Google Chrome, dass es da teilweise irgendwie ein bisschen Stress gibt. Also da vielleicht einfach mal einen anderen Browser probieren. Ich weiß, es funktioniert mit Firefox, es funktioniert mit Safari. Funktioniert auch über das iPad und keine Ahnung was. Aber ich glaube tatsächlich, Chrome hat das so ein bisschen Stress mit. Das ist der Ansturm, der Server ist überlastet. Bitte? Sag, das ist der Ansturm. Genau, Server ist überlastet. Server überlastet. Ja, nee, das glaube ich jetzt nicht, dass der Server überlastet ist, aber das ist halt der Hintergrund dafür. Aber funktionieren, also die Seite sollte man ja aufrufen können. Ich habe es ja auch gerade gemacht. Also, das ist ja nicht bei mir hier lokal, sondern die ist ja gehostet. So, ich gehe hier nochmal die Fragen durch. Ist noch, wo und wie wird gekündigt, wird noch gefragt. Bei Digistore selber muss man das dann machen. Also, weil Digistore ist dann quasi der Anbieter und leitet das dann nur weiter. Aber die ganze Abwicklung hier, weil das ist ja natürlich ein Abonnement in dem Moment, das wird alles von Digistore gemacht. Das heißt, also alles, was irgendwie damit zu tun hat, Zahlungsläufen, auch, was weiß ich, Rücklassschriften, Kündigungen und so weiter und so fort, alles Digistore. Haben wir nichts mit am Hut. Das Add-on guckt nur, ob die Zahlung da ist, beziehungsweise oder ob das Abo aktiv ist, mehr nicht. Gut, gibt es noch weitere Fragen zu dem Add-on oder zu Olli oder zu Dirk? Nutzen Sie die Gelegenheit. Aber scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Wenn jemand eine Privatschulung oder so kann ich natürlich nicht bieten. Aber wenn jemand irgendwie eine Frage hat oder so und formuliert ihn nett, kann er mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Wer nicht weiß, was meine E-Mail ist, geht auf tradingcoacholli.com und findet dort die Kontaktdaten. Okay, also kommen keine Fragen erstmal rein. Wie gesagt, können Sie natürlich die einzelnen Personen dann auch nochmal anschreiben, wenn Ihnen doch noch eine Frage einfällt einfällt. Und gut, dann würde ich sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank, Olli und Dirk. Gerne. Ich habe heute auch so einiges gelernt, vor allen Dingen, dass ich mein Kaufverhalten bei Tomaten überdenken sollte. Sehr gut. Und die Aufzeichnung hat bis jetzt ganz gut geklappt. Also denke, dass das auch online morgen online sein wird. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute das Webinar hier mit uns zusammen gemacht habt.
Ich hoffe und denke, dass das auch nicht das letzte Webinar war gemeinsam. Und danke die Teilnehmer, dass sie hier heute anwesend waren und sich für das Thema interessiert haben. Und von meiner Seite aus allen einen schönen Abend. Und Dirk und Olli, ihr habt das letzte Wort. Ja, ich überlasse das mal Olli. Ich sage auch nur Danke, weil wir hören uns ja sowieso wieder am Mittwoch, glaube ich, ne? Hier im Helpdesk. Genau, richtig. Guter Hinweis. Sowieso. Also wenn Sie Fragen haben, dann gerne vorab an uns. Und dann können wir das Ja. nächste Woche besprechen. Genau, weil das ist ja ein neues Update draus. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, habe es auch in die bei mir auch in die Gruppe geschrieben. Also man kann die neue Version vom Stereo Trader runterladen. Und alles, was da jetzt irgendwie halt an neuen Funktionen und so weiter da ist, ist natürlich alles ein Thema dann auch für das Helpdesk-Webinar am Mittwoch. Ich sage von meiner Seite an der Stelle Dankeschön für die Einladung. Danke auch an Olli und natürlich an Nelson sowieso. Ich wünsche noch einen schönen Abend in die Runde. Aber das letzte Wort hat der Olli. Ja, wobei das echt schwierig ist mit dir. Der Dirk ist ein golliger Kerl. Ja, also ich mache es relativ kurz. Ich möchte mich bedanken für das entgegengebrachte Vertrauen von FX Flat. Die kennen mich ja gar nicht. Und auch natürlich danke beim Dirk, der das möglich gemacht hat mit dem Stereo Trader. Vielen Dank für die Teilnahme, das Interesse. Ich bin gerne bereit, falls es hier irgendwelchen Bedarf gibt Richtung Market Profile oder ich meine, ich kann ja auch ein bisschen andere Sachen, da weitere Webinare zu machen. Da habe ich nie ein Problem damit und freue mich über das Interesse. Also vielen Dank, lieber Nelson. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja sogar auf der WOT. Das hoffe ich doch. Prima. Also dann von mir aus alles Gute an alle und bis bald. Tschüss. Danke, Olli. Danke an die Teilnehmer. Danke, Dirk. Schönen Abend. Tschüss.